herzlich willkommen zu dieser fünften Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe Ein Jahr im Kalten Krieg, 1956 Ost-Mitteleuropa und die Welt. Ich freue mich, dass Sie hier sind und möchte Ihnen gleich unsere heutige Referentin vorstellen. Ja, wir haben jetzt in den letzten Veranstaltungen viel über die Flüchtlinge gehört, die aus Ungarn 1956 in die Schweiz gekommen sind, ihre Aufnahme, die Schwierigkeiten, die Integration. Und heute, was ich sehr spannend finde, geht es um einen viel weniger bekannten Aspekt, nämlich um diejenigen Ungarn, die zwar gekommen sind, aber auch wieder gegangen, die also in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind. Und zu uns heute wird sprechen Tiphaine Robert, die aus Fribourg, quasi unserem Partnerstudienort, zu uns gekommen ist. Sie hat in Fribourg Kunstgeschichte und Geschichte studiert, dort auch ihren BA und MA gemacht, im Bereich historische Wissenschaften, aber mit einem Kunst-Medien-Schwerpunkt, bevor sie sich dann quasi wieder voll der Geschichte im engeren Sinn zugewandt hat. Seit 2012 ist Tiphaine Robert Diplomassistentin an der Universität Fribourg im Bereich der französischsprachigen Zeitgeschichte. Und sie schreibt dort ihre Dissertation zu dem Thema, zu dem sie eben auch heute sprechen wird, bei Alain Clavien unter dem Titel A Contresens, le retour des réfugiés hongrois, hongroises de la Suisse en Hongrie und der Zeitraum eben 1956 bis 1989. Ja, letztes Jahr hat sie frei gehabt, war als SNF-Stipendiatin in Paris und Budapest. Jetzt ist sie wieder hier, was uns freut. Auch deshalb, weil sie im Oktober zusammen mit Mathieu Schillerberg in Fribourg die Konferenz zu 1956 organisiert hat, auf die ich hier auch hingewiesen habe, eine Konferenz zu Polen und Ungarn 1956, auch in gemeinsamer Perspektive. Und demnächst erscheinen wird, darauf möchte ich noch hinweisen, ebenfalls zusammen mit Mathieu Gilabert von Tiphaine Robert herausgegeben, ein Sonderband der Reihe Itinera, das sind Zusatzhefte zur Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte, unter dem Titel Chercher Refuge, les phases d'exil d'Europe centrale pendant la guerre froide, Zuflucht suchen, Phasen des Exils aus Osteuropa im Kalten Krieg, also auch ein spannender Band, den wir so in den nächsten Wochen irgendwann erwarten. Ja, damit übergebe ich das Wort hier dir und freue mich auf deinen Vortrag. Merci. Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag. Ich möchte zuerst der SOB und Eva Maurer für die Einladung herzlich danken. Ich bin sehr froh, an dieser Vortragsreihe teilnehmen zu dürfen. Und es freut mich, dass das Jubiläum zu 60 Jahren 1956 eine Art Plattform zur Geschichte der ungarischen Flüchtlinge bietet. Die Geschichte dieser Gruppe von etwa 200.000 Flüchtlingen ist ziemlich gut erforscht. Die Historiker und Historikerinnen haben gezeigt, wieso diese Flüchtlinge des Kalten Krieges ziemlich großzügig in der westlichen freien Welt und auch in der Schweiz empfangen worden ist. Trotzdem möchte ich diesen Kontext schnell skizzieren als Einführung und bevor ich zum Thema meines Vortrags komme. Nach dem Aufstand in Budapest und seiner Niederschlagung durch die Sowjetunion beschloss der Bundesrat, 10.000 Ungarinnen und Ungarn in der Schweiz aufzunehmen. Insgesamt reisten nach offiziellen Angaben 13.803 ungarische Flüchtlinge in die Schweiz ein, gemäß der Statistik der Zentralstelle für Flüchtlingshilfe. Die Schweiz ist das Land, das im Verhältnis zu seiner Bevölkerung die größte Anzahl von ungarischen Flüchtlingen aufgenommen hat. Wie man sieht in dieser Ranking-Tabelle. Die Gründe für diese großzügige Asylpolitik, die auch von der Zivilgesellschaft unterstützt wurde, wurden umfassend erforscht. Einige dieser Gründe sind vergleichbar mit den Gründen anderer Länder. Dazu zählen natürlich zuerst das Mitgefühl, das viele Menschen geprägt hat nach dem Schock der brutalen Niederschlagung des Ungarnaufstands. Dieses Mitgefühl ist nicht nur, aber auch zu erklären durch einen Antikommunismus, der in der Schweiz aus verschiedenen Gründen 1956 ganz stark war. Man sieht hier ein Kundgebund gegen die sowjetische Botschaft. Die Bevölkerung war empört über den Eingriff
der Sowjetunion gegen die aufständischen Ungarn, die man im Westen gern Freiheitskämpfer genannt hat. Diese Sympathie manifestierte sich auch im großzügigen Empfang der Flüchtlinge. Die Notwendigkeit, ein klares Signal gegenüber den USSR zu setzen, ist ein weiterer Grund, nachdem die westlichen Mächte nicht in Ungarn einmarschiert waren. 1956 gab es eine große internationale Solidarität des Westens mit den ungarischen Flüchtlingen, die als Opfer des Kommunismus betrachtet wurden. Hier sehe ich einen der großen Unterschiede zur heutigen Situation, in der westliche Länder in der Flüchtlingspolitik gespalten sind. Dies zeigt sich an den Kämpfen um die Aufnahme von Flüchtlingen in der EU sehr deutlich. Für manche Länder gab es auch geopolitische Gründe und oder Image-Fragen. Es war auch eine Zeit, wo der Empfang von Flüchtlingen auf der internationalen Ebene aufgewertet war. So bedeutet es eine Art Image-Bonus für die Länder, die ein großes Kontingent von Flüchtlingen aufgenommen haben. Was ebenfalls einen sehr starken Kontrast zu heute darstellt. Ich denke zum Beispiel an Großbritannien und Frankreich, die einzigen europäischen Länder, die bereit waren, eine undefinierte Zahl von ungarischen Flüchtlingen zu empfangen. Diese Großzügigkeit ist auch erklärbar durch den Image-Schaden infolge des Eingriffs in Suez. Auch für die offizielle Schweiz gilt, dass sie ihren Ruf pflegen wollte. Spezifisch zu der Schweiz kann man auch als Grund für die großzügige Asylpolitik hervorheben. Erstens die gute wirtschaftliche Konjunktur, die Arbeitslosenrate war nahe 0% und die Nachfrage von Arbeitskräften, besonders in der Industrie. Spezifisch für die Schweiz gilt noch ein weiteres Motiv, nämlich eine gewisse humanitäre Aufholdynamik im Sinne einer Wiedergutmachung, und zwar infolge der extrem restriktiven Asylpolitik während des Zweiten Weltkrieges, die genau in den 50er Jahren in die Kritik geraten war. Als Beispiel für diese Aufholdynamik möchte ich kurz auf den Bericht von Professor Karl Ludwig aus dem Jahr 1957 eingehen. Dieser vom Bundesrat in Auftrag gegebene Bericht sollte erstmal die Schweizer Asylpolitik während des Zweiten Weltkrieges aufarbeiten. Der Ludwig-Bericht kritisierte die restriktive Asylpolitik während des Zweiten Weltkrieges, der restriktive Asylpolitik der Schweiz und die kleine Zahl der aufgenommenen jüdischen Flüchtlinge. Der Bericht enthält einen Anhang, man sieht hier an der Seite 410, das ist ein großer Bericht, das heißt die schweizerische Asylpraxis in der neuesten Zeit, die großzügige Aufnahme der Ungarn-Flüchtlinge in der Schweiz 1956 zum Inhalt hatte. Die vorher formulierte Kritik sollte also durch den Anhang gemildert werden. Weniger erforscht als diese Aspekte des Asylregimes ist der weitere Lebensweg dieser Flüchtlinge nach ihrer Ankunft und kaum bekannt ist auch das Phänomen der Rückkehr. Einige dieser Flüchtlinge kehrten nach 1956 in ihr Heimatland zurück. Die Rückkehr von ungarischen Flüchtlingen wurde in der internationalen Forschung und gerade auch in Ungarn ziemlich vernachlässigt. Darüber möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben und dazu die Schweiz als Fallbeispiel behandeln. Vielleicht haben Sie sich gerade gefragt, wie viele Rückkehrer waren es? Und wer sind diese Menschen und vor allem, wieso sind sie zurückgegangen in eine kommunistische Diktatur? Oder wie es ein Psychiater namens Emil Pinter in einer Studie über den psychischen Zustand der Flüchtlinge ausdrückte, spricht gerade über die Rückkehr aus der Schweiz, der Umtausch der Freiheit und des Reichtums gegen Totalitarismus und Armut muss einem Schweizer absurd vorkommen. Ziel meines Referats ist es, diesen Satz in Frage zu stellen. Ist diese Migration wirklich absurd? Kann man mit Quellen die Geschichte dieser Emigration erklären?
Ich werde meine Präsentation in vier Hauptteilen gliedern. Das ist nicht chronologisch, sondern eher thematisch. Zuerst zur geschätzten Anzahl der Rückkehrer. Hier ist es wichtig, dran zu denken, dass die zeitgenössischen Schätzungen immer von einem Kontext abhängig sind. Dieser erste Thema muss also zusammen mit den Maßnahmen der ungarischen Regierung, die Flüchtlinge nach Ungarn zurückzuholen, behandelt werden. Deswegen habe ich dieses Kapitel Krieg der Zahlen genannt. In einem zweiten Teil werde ich mich der Schweiz nähern. In der Schweiz waren allerdings verschiedene Akteure mit der Frage der Rückkehr beschäftigt. Ich möchte in diesem Teil auf die Reaktionen der ungarischen Diplomaten in Bern und der schweizerischen Behörden eingehen und danach fragen, wie diese Akteure mit den Rückkehrkandidaten umgegangen sind. Schließlich interessiere ich mich für die zeitgenössische Darstellung der ungarischen Rückkehr in der Presse. Es gab Rückkehrmotive, die allen gemeinsam waren, zum Beispiel Heimweh. Dieses Motiv zitierte Journalisten auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Je nach Zeitung und je nach Perspektive des Schreibenden wurde die Rückkehrmotive aber ganz anders interpretiert. Nun, man fragt sich, was eigentlich motiviert einen Flüchtling dazu, eines Tages zu der Gesandtschaft zu gehen und um eine Bewilligung zu bitten, zurückzukehren. Die Frage, wer waren diese Rückkehrer, ist etwas schwierig zu beantworten. Die tatsächlichen Motive und Gründe für die Rückkehr bilden eine der Kernfragen meiner Dissertation. Zum jetzigen Zeitpunkt meiner Forschung kann ich zu dieser Frage erst Hypothesen formulieren, die ich am Ende des Referats kurz skizzieren möchte. Den Zeitraum zwischen 1956 und 1963 habe ich deshalb gewählt, weil 1963 eine allgemeine Amnestie für alle am Aufstand Beteiligten ausgesprochen wurde. Diese Amnestie veränderte deutlich die Dynamik und die Bedeutung der Rückkehr. In anderen Worten war eine Repatriierung zum Beispiel 1970 ganz anders wie eine Rückkehr 1958, als das kadarische Regime die Dissidenten noch als die schlimmsten Verräter beschrieben hatte. Nach 1963 wendet sich der berühmte Merksatz von Kadar, wer nicht gegen uns ist, ist mit uns. Auch an die Flüchtlinge. Viele Aspekte können wir nur kurz zur Sprache bringen. Zum Beispiel die was sehr wichtig ist, die Konsequenz der Rückkehr für die Personen. Also was ist mit ihr passiert nach dem Rückkehr? Ich werde nur kurz darüber sprechen, aber wir können gerne zurückkommen in der Diskussion. Ich fokalisiere mich eben eher auf 1957, weil es viele Quellen gibt, aber auch, weil es ein Höhepunkt der Rückkehr ist. Zahlen, Krieg der Zahlen. Wie gesagt, ist dieser Teil eng verflochten mit Gadars Rückkehrpolitik, welche die Frage nach der Anzahl Rückkehr maßgeblich geprägt hatte. Zur Rückkehr nach Ungarn meldeten sich bis Februar 1960 laut westlichen Quellen, das ist wichtig, 18.220 von etwa 200.000 Flüchtlingen, das heißt etwa 90%. Aber in Ungarn und allgemein in kommunistischen Quellen sprach man in genau derselben Zeit von mehr als 40.000 Rückkehrern. Das bedeutet das Doppelte der Schätzung der UNO. Die ungarische Regierung erklärte diese Differenz nicht nur durch die Unehrlichkeit der westlichen Länder, sondern auch dadurch, dass die westliche Statistik die illegale Rückkehr nicht berücksichtigt hätte. Das meint die Rückkehr, die keine Bewilligung von Konsulat angeholt hatten. Dieser Krieg der Zahlen zwischen ungarischen Beobachtern und der UNO ist symptomatisch für den Kalten Krieg. Für kommunistische Beobachter war es wichtig zu zeigen, dass viele Flüchtlinge zurückgekehrt sind, da sie in gewisser Art das System legitimierten. Westliche offizielle Beobachter, Hilfsorganisationen, Behörden redeten dieses Phänomen klein.
Für die Schweiz gilt, bis 1960 sind insgesamt 1620 Personen aus der Schweiz nach Ungarn zurückgekehrt. Also das ist eine Minderheit, aber trotzdem das ist ziemlich unbekannt. Das Kader-Regime hat, auch wenn es innerhalb des Regimes über das Thema der Repatriierung keinen Konsens gab, das Kader-Regime hat andauernd, und zwar bis 1989, alles Mögliche versucht, die Landsleute im Ausland mit allen Mitteln wieder in die Heimat zurückzubringen. Der Wunsch, die Flüchtlinge wieder ins Land zurückzuholen, wurde in Ungarn schon vor 1956 geäußert. Ich zeige noch schnell ein Beispiel zur Vorgeschichte. Man sieht hier eine Broschüre von 1955, Wege Herr Iton, das heißt endlich zu Hause, die herausgegeben wurde infolge der Amnestie von 1955 zur 10 Jahre Befreiung des Landes durch die Sowjetunion. Bei dem letzten Bild, ja, Sie sehen es gar nicht, aber man kann lesen, dass der Herausgeber dieser Broschüre der Magyarok Világszövetsége, das heißt der Weltverband der Ungarn, das ist der Herausgeber. Dieser Verein, der heute noch existiert, wird immer wieder eine große Rolle spielen in diesem Ruf zur Rückkehr. Er arbeitet eng mit dem ungarischen Außenministerium und ihre Büros waren ganz nah, um ein friedliches Bild von Ungarn zu verbreiten. Es gibt so weitere Broschüren, wie hier zum Beispiel 1959. Einige dieser Broschüren haben Flüchtlinge zu Hause bekommen, so als Propagandamittel. Solche Broschüren haben die Amnestie-Dekrete propagandisch ergänzt. Nachdem die Scheinregierung Kadar durch Moskau im November 1956 errichtet worden war, war die Emigration ein Dorn im Auge für Ungarn wie niemals zuvor. Bereits am 26. November 1956 hatte der ungarische Ministerpräsident bekannt gegeben, dass der heimkehrwillige ungarische Militär- und Zivilpersonen nicht im Weg stünde, da in Ungarn keine Kampfhandlungen mehr im Gange seien. Diese Rede wurde dann bereits Ende 1956 in ein Amnestiedekret verwirklicht. Also kurz nach dem Aufstand hat man wirklich sofort versucht, dass die Flüchtlinge zurückkehren. Es war sogar Ende 1956, war es schon der Regierung gelungen, ein Repatriierungsbüro in Wien zu eröffnen, um die Einkehr der Flüchtlinge zu erleichtern. Österreich akzeptierte die Einsetzung einer gemischten österreichisch-ungarischen Repatriierungskommission und die Mitglieder dieser Kommission sollten Flüchtlingslager besuchen und nach Einkehrwilligen suchen. Also die wurden ziemlich schlecht empfangen. Dieser Besuch ist nicht ohne Tumult geschehen. Die Kommission wurde beschimpft, man hat Steine auf sie geworfen, so weiter. Jeder Rückkehrwillige musste nur eine schriftliche Erklärung unterzeichnen, dass er freiwillig die Rückreise antrat und einverstanden war, den ungarischen Behörden übergeben zu werden. Diese Amnestie versprach allen bis Ende März 1957 heimgekehrte ungarische Flüchtlinge Straffreiheit für den Tatbestand des verbotenen Grenzübertritts. Man versteht, dass diese Amnestie auf keinen Fall eine richtige Verzeihung bedeutete. In anderen Worten, diese Verzeihung betrifft nur diejenigen, die illegal die Grenze übertreten hatten und gar nicht diejenigen, die am Aufstand teilgenommen hatten. Man kennt tragische Fälle, zum Beispiel den von Katalin Avrila, die eben in Neuenburg in der Schweiz geflohen war. Sie hatte anscheinend an der Revolution teilgenommen, wobei es hier eher das ist eher eine Pose als ein richtiger Beweis. Eben, weil es war viel, also Frauen haben sich oft so fotografiert gelassen mit Waffen, aber meistens, also nicht oft an dem Kampf teilgenommen.
Also diese Katalin Avrila, sie war in der Schweiz, sie hat an die Amnestie geglaubt und ist zurückgekehrt, 1957. Und 1959 wurde sie hingerichtet. Die Mehrheit der Repatriierung hatte während genau dieser Phase, der ersten Amnestiephase, im Frühling 1957, stattgefunden. Ein bis 1990 geheim behaltener Bericht des Statistischen Amtes von Ungarn registriert etwa in dieser Zeit eben 11.000 freiwillige Repatriierungen. Man sieht hier, dass es meistens junge Leute, die zurückgekehrt sind und eher Männer. In dieser postrevolutionären Phase haben sich nicht nur die Repatriierungskommission in Österreich in der Rückkehrpolitik engagiert, sondern auch die ungarischen Vertretungen in den Ankunftsländern. Durch verschiedene Mittel, Flugblätter, Versuche in der Lage, die Rückkehrkandidaten zu erreichen, haben sie sich aktiv um die Rückkehr der Flüchtlinge bemüht. Die Quellen über die Rückkehrer werden seltener nach dieser Phase. Und doch, obwohl Ungarn sich unter einem eisernen Schweigen befindet und obwohl den Rückkehrern Vergeltungsmaßnahmen drohen, gibt es immer noch Flüchtlinge, die den Weg nach Hause nehmen. Ab April 1957, also nach dem Ablauf der Amnestiefrist, konnten die Einkehrwilligen eine Bitte ans Außenministerium erreichen. Wenn die Rückkehr bewilligt war, weil es könnte auch abgelehnt sein, wenn die Rückkehr bewilligt war, riskierte der Heimkehr oder die Heimkehrerin theoretisch 3 bis 6 Monate Internierung. Eine Ausnahme galt für die Minderjährige. Es gab unter den ungarischen Flüchtlingen zahlreiche Minderjährige, die ohne Eltern ins Ausland emigriert waren. Entweder weil die Eltern hofften, dass ihre Kinder im Ausland eine bessere Zukunft haben, oder es gab auch Jugendliche, die ohne das Wissen der Eltern emigriert sind. Diese minderjährigen Flüchtlinge waren im Zentrum der Aufmerksamkeit der ungarischen Diplomaten, die sehr aktiv waren, um die Minderjährige wieder ins Land zurückzuholen. Das Flüchtlingshochkommissariat verlangte seit 1957 zwar ein Rückkehrerlaubnis der Eltern, Ungarns Sicherheitsdienst übte aber Druck auf Eltern aus, damit diese die Erlaubnis ausstellen und ihre Kinder zurückfordern. Eine neue Amnestie kam erst in 1960, als in Ungarn viele politische Häftlinge befreit wurden. Sie war auch an die Emigranten gerichtet. Dies sollte die Verfahren vereinfachen und die Flüchtlinge konnten ihre Staatsangehörigkeit zurückbekommen, auch wenn sie im Ankunftsland eingebürgert waren. Seit dieser Amnestie sind allerdings jährlich nur ein paar hundert bis 1989 zurückgekehrt, so jährlich. Die relative Liberalisierung in Ungarn hat vielleicht einige Leute angezogen, um die Rückkehr in die Heimat. Und die Rückkehr in die Heimat war natürlich weniger gefährlich als Ende der 50er Jahre. Ab 1963 und nach der allgemeinen Amnestie kann man behaupten, dass die Rückkehr nicht gefährlich war, wobei eine gewisse Stigmatisierung das Leben von der Rückkehrern weiterhin deutlich prägen konnte. Dieser etwas hoffnungslos wirkende Versuche der Dissidenten ins Land zu führen, hatten ideologische Zwecke. Es hatte aber auch zu tun mit dem wirtschaftlichen und demografischen Aderlass, den der Exodus von fast 2% der gesamten Bevölkerung Ungarns verursacht hatte. Die Rückkehrkandidaten wurden in der Schweiz als ein wenig komisch angesehen. Die Reaktionen der Behörden gegenüber diesen Repatriierungen geben uns Hinweise nicht wirklich über die Flüchtlinge, sondern über die offizielle Schweiz und ihre Normen. Ich komme also zum nächsten Teil. Willkommen und unwillkommene Flüchtlinge. Wie hat man in der Schweiz auf diese Rückkehrpolitik reagiert? Wie haben die Behörden auf den Rückkehrwunsch einzelner Flüchtlinge reagiert? Man muss verschiedene Akteure nennen, die mit dieser Frage zu tun hatten. Erstens die ungarischen Diplomaten in der Schweiz.
die nach 1956 total isoliert waren und immer wieder starke Vorwürfe an die offizielle Schweiz gerichtet hatten. Was interessant ist am Fall der Schweiz, ist, dass der Botschafter von 1956 bis 1900 Bon, es macht nichts, es ist ein Foto von dem ungarischen Diplomat Jozef Mariai, der danach eine große Karriere im Außenministerium gemacht hat. Im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Berichte der Diplomaten sich an Budapest anpassten, weil die Diplomaten Angst um ihre Stelle hatten, zeigen die Berichte von dieser Mariai, den man nicht sieht. Er sieht ja ganz in Ordnung aus, ich kann ihn nicht, kann ihn nicht beschreiben. Ja, diese Mariai vergleicht die anderen Diplomaten. Er sagt in seinen Berichten eher Nuancen und Autonomie. Er gibt zum Beispiel zu, dass es nicht einfach wird, die Flüchtlinge nach Ungarn zurückzuholen. Ja, sie waren ganz gut empfangen, oder? Wie kann man so machen, dass sie zurückkehren? Was interessant ist, ist, dass er sich besonders in diese Rückkehrpolitik engagiert hat. Und zwar nicht nur für die Schweiz, sondern auch als ungarischer Vertreter in der UNO in Genf. Er hat sich darum auch bemüht, dass die ungarischen Behörden die Rückkehr vereinfachen und dem Rückkehrwunsch einzelner Flüchtlinge keine Hindernisse in den Weg stellen. Ein weiterer Akteur in der Schweiz ist das Personal des Justiz- und Polizeidepartements, die Polizeiabteilung für die Flüchtlinge, die in der Zeit von Reinhold Schepet geleitet war. Justiz- und Polizeidepartement sicherte zusammen mit Flüchtlingsorganisationen die Niederlassung der Flüchtlinge nach 4, 5 Jahren in der Schweiz. Bevor die Rückkehrkandidaten den Zug nach Wien nahmen, konnten sie auf der Polizeiabteilung einen Transportgutschein abholen. Es war also im Interesse der Rückkehrkandidaten, sich auf der Polizeiabteilung zu melden, bevor sie nach Ungarn zurückkehrten. Ein weiter wichtiger Akteur war das politische Departement, der heutige Departement für Auswärtige Angelegenheiten, derzeit von Max Petitpierre geleitet, das die schwierige Aufgabe hatte, Krisen mit den ungarischen Diplomaten zu verhindern oder zu bremsen. Ein Höhepunkt dieser Krise war der Angriff auf die ungarische Gesandtschaft im August 1958 durch zwei ungarische Flüchtlinge. Also zwei ungarische Flüchtlinge sind in Botschaft gegangen und dann eben dieser Jozef Mariai hat auf einen geschossen. Ein von diesen Flüchtlingen ist gestorben in diesem Angriff. Also das war wirklich so ein Höhepunkt in der Krise zwischen Ungarn und Schweiz. Es gab auch andere Konflikte und die Frage nach der Repatriierung von Flüchtlingen war eines der Motive für diese Konflikte zwischen Schweiz und Ungarn. Nur grob möchte ich zeigen, welche Punkte die ungarischen Diplomaten irritiert hatten, sowie die Reaktion der offiziellen Schweiz. Im Februar 1957, der Botschafter Jozef Mariai besucht den Stellvertreter des Chefs der Polizeiabteilung. Der Diplomat begrüßt es, dass die Ungarn im Vergleich zu anderen Ländern in der Schweiz gut behandelt werden. Dagegen rückt er die gegen Ungarn gerichtete Propaganda, welcher die Flüchtlinge ausgesetzt seien. Er empört sich zum Beispiel über die Zeitung Irado, eine extra für die Flüchtlinge in der Schweiz herausgegebene Zeitung. Das war eine Zeitung auf Ungarisch, extra für die Flüchtlinge. In der Artikel von einer Rückkehr in die Heimat abraten. Seine wichtigste Bitte, die er immer wieder an die schweizerische Behörden richtete, so wie andere Diplomaten in anderen Asylländern, ist, dass die schweizerische Behörden die Rückkehr nicht erschweren sollen. Er schlägt sogar vor, dass die schweizerische Behörden die Amnestie-Dekrete unter den Flüchtlingen bekannt geben sollten. Die Polizeiabteilung antwortet, dass es auf keinen Fall ihre Aufgabe ist. Eben im Frühling 1957 wollte die ungarische Gesandtschaft einen Zugang zum Flüchtlingslager von Ungarn.
in der Schweiz, um das Amnestiedekret unter den Flüchtlingen bekannt zu machen. Cepet, und man kann ihn verstehen, hat sich gegen diesen Wunsch aufgelehnt. Es gab also keine Repatriierungskommission in der Schweiz und keine Mitarbeiter der ungarischen Gesandtschaft durfte ein Lager betreten. Man hat trotzdem eine Lage errichtet, also kurz nach 1956, ein Lager extra für die rückkehrwilligen Flüchtlinge in St. Gallen. Dieses Lager wurde aber von der Polizeiabteilung schon einige Wochen später geschlossen. Die Rückkehrkandidaten sollten von nun an nach Bern und die Vorgehensweise wurde komplizierter. Allgemein zeigte das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement gegenüber vielen Rückkehrern eine Mischung aus Misstrauen und Sorge. Die Schweizer Behörden hatten einerseits Angst vor Spionen, andererseits sorgten sie sich um das Schicksal der Flüchtlinge erst nach ihrer Rückkehr. Es ist ganz wahrscheinlich, dass die Mitarbeiter der Polizeiabteilung die Rückkehrkandidaten vor der Gefahr einer Remigration nach Ungarn gewarnt hatten. Auch wenn das Rückkehrverfahren in der Schweiz nicht ganz einfach war, so richtige konkrete Verhinderungen der Rückkehr gab es keine. Wie erwähnt, übernahm die schweizerische Polizeiabteilung bis März 1957 die Kosten für die Heimreise von rund 400 Flüchtlingen. Diese Geste war ein hart Gefallen für die ungarische Gesandtschaft, die großen Druck auf die schweizerischen Behörden ausgeübt hatte. Solche Methoden gab es nicht nur in der Schweiz, in Österreich und Frankreich gab es auch solche Finanzierung. Diese könnte einerseits als ein diplomatischer Kompromiss gedeutet werden, andererseits handelte es sich dabei meist um Personen, die sowieso nicht bleiben wollten und deshalb später für die Behörden problematisch werden konnten. Nun, es existiert eine kleine Kategorie von Flüchtlingen, deren Rückkehr die schweizerischen Behörden sogar indirekt förderten. Schon anfangs 1957 sollten Maßnahmen ergriffen werden. Ich zitiere eine Zeugenaussage von einem damaligen Mitarbeiter der Polizeiabteilung. Also Maßnahmen gegen die verwahrlosten, arbeitsscheuen oder trunksüchtige Elemente. Diese Maßnahmen meinten eine 4 bis 6 Monate dauernde Einweisung in eine Arbeitsanstalt. Immer noch laut diesem Mitarbeiter der Polizeiabteilung waren diese Maßnahmen notwendig, ich zitiere, einerseits um die schweizerische öffentliche Meinung nicht durch diese Ausnahmefälle gegen die Flüchtlinge im Allgemeinen zu stimmen, andererseits um einen gewissen psychologischen Effekt auf andere gefährdete Flüchtlinge zu erzielen. Im Verlauf der Zeit drängte die Polizei mit solchen Maßnahmen bestimmte Flüchtlinge dazu, um ihre Rückkehrwilligung zu bieten. Wie die Bemerkung im Dossier eines Flüchtlinge deutlich macht, ich habe jetzt hier auf Französisch, aber ich lese es auf Deutsch, streng vertraulich stellt Herr Cepet fest, dass unter den 13.000 in der Schweiz lebenden Flüchtlinge 7% von geringem Interesse sind. Damit meinte Cepet jene Flüchtlinge, die gemäß den Behörden unter die vorher zitierte Kategorie verwahrlos, arbeitsscheu fielen. Also ergreift man die erste Gelegenheit, um sie ins Gefängnis zu internieren, wo sie ohne Bezahlung arbeiten. Normalerweise äußern sie dann früher oder später den Wunsch, nach Ungarn repatriiert zu werden. Dossier im Bundesarchiv zeigen, dass solche indirekte Maßnahmen ab und zu vorkamen. Ich möchte ein Dossier als Fallbeispiel herausziehen. Anfang 1958 wurde ein Flüchtling wegen Diebstahl in die Arbeitsanstalt St. Johansen in Bern interniert. Von da aus bittet er um seine Repatriierung. Die ungarische Gesandtschaft behandelt das Gesuch lange Zeit nicht. Cepet wirft es der Gesandtschaft vor und gibt zu, ich zitiere, wir würden es begrüßen, wenn er nach Ungarn zurückkehren könnte. In demselben Brief merkt er an, dass dieser Fall kein Einzelner ist und dass viele andere Flüchtlinge monatelang auf ihre Einkehrbewilligung warten. Nicht alle Dissidenten, so,
nicht alle Flüchtlinge, waren also willkommen in Ungarn. Und das kann man auch in der ungarischen Quelle feststellen. Es war eine Art Blacklist, oder? Die ungarische Gesandtschaft wartete nämlich manchmal Jahre, bevor sie Flüchtlinge erlaubte, zurückzukehren. Diese Beispiele zeigen, dass einige Flüchtlinge unerwünscht waren, sowohl in der Schweiz wie auch in ihrem Heimatland. Ich komme zu einem anderen Aspekt, zu den Diskursen der Rückkehr. Wie erwähnt, setzte Ungarn Propagandamittel ein, um die Flüchtlinge, diese verlorenen Schafe, wie Kadar sie beschreibt, wieder ins Land zu führen. Diese Propaganda verbreitet sich in der Presse. An die 100 Interviews mit Heimgekehrten gab es in der ungarischen Presse seit 1956. Man sieht, dass man kann das in Budapest in den Open Society Archives, wo alle diese Artikel konserviert sind. Es gibt wirklich sehr, sehr viele solche Artikel. Sie erzählten, wie schlecht es ihnen in der Welt des ausbeuterischen weltlichen Kapitalismus gehe und wie sie mit offenen Armen von der Heimat aufgenommen worden seien. Einige dieser Artikel beschreiben auch das Schicksal von ungarischen Emigranten in der Schweiz. In diesen Artikeln über die Rückkehr zeigt sich auch ein gewisser Wandel. 1957 ließ man vor allem Denunzierungen der angeblichen faschistischen, westlichen, antikommunistischen Organisation, Denunzierungen der Ausnutzung von Flüchtlingen für die antikommunistische Propaganda sowie der Ausnutzung von Flüchtlingen in der westlichen Wirtschaft. Solche antiwestliche Denunzierungen machen später Platz für eine etwas feinere Propaganda, die eher die kulturellen Unterschiede betont, an Heimwehgefühl appelliert, den Fortschritt in Ungarn behauptet, sowie die Steigerung des Lebensstandards dank des Sozialismus in Ungarn. Diese Propaganda wird mit dem beliebten Mittel von Storytelling erweitert. Das heißt, die Autoren benutzen wahren, selbst erzählte Geschichten von Flüchtlingen und instrumentalisierten diese für Propagandazwecke. Viele dieser Artikel sind in Népszabadság zu finden, die Zeitung der ungarischen sozialistischen Arbeiterpartei, die man übrigens in der Schweiz damals kaufen könnte. Ich weiß nicht, ob Sie darüber gehört haben, aber in Ungarn ist diese Zeitung gerade verschwunden und jetzt kann man ihn nirgendwo finden. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel von, ich habe vergessen, das sind so solche Artikel, es gibt sehr viele davon. Und das ist ja ein Beispiel. Dieser Artikel ist ein Interview mit Professor Kapusch, ein Arzt, der in ein Basler Krankenhaus 1957 angestellt worden und von Leben in der Schweiz enttäuscht war. Er denunziert verschiedene Sachen, die ihm nicht gefallen hatten in der Schweiz. Unter anderem ein bestimmter Materialismus, ein chronisch verbreitetes Desinteresse an Kultur, die Mängel im Gesundheitswesen und eine fehlende echte Sozialpolitik. Im Gegenzug listete er alles, auf was ihm aus Ungarn gefehlt hatte. Die Offenheit, den vereinfachte Zugang zu Kultur, die gemütliche und spirituelle Atmosphäre. Laut Professor Kapusch sei in Ungarn zudem das Geld nicht ein Lebensziel wie in der Schweiz. Darüber kann man diskutieren. Aber dieser Diskurs dominiert den Umgang mit ungarischer Rückkehr in den 50er und 60er Jahren und findet sich auch in vielen Broschüren oder Büchern, wie zum Beispiel das von Miklos Szabó, der selber ins Exil gegangen war, wahrscheinlich auf Antrag der ungarischen Geheimpolizei mit dem Ziel, mit vielen Informationen und Dokumenten im Koffer zurückzukehren, was er genau gemacht hat in 1957. Der letzte Buch dieser Serie, ich habe zwei mitgebracht und in der SOB, Schweizerische Osteuropa-Bibliothek gefunden, ausgeliehen. Ich lasse sie zur Verfügung. So. Also das ist der erste und der letzte Buch. Der letzte Buch heißt Wieder daheim, 1961. Und dieses Buch zeigt auf Basis von 55 Interviews,
man kann die Bilder im Buch suchen, zeigt, wie schön das Leben der Heimgekehrten sei, die auf den Fotos natürlich ganz glücklich aussehen. Diese Bücher waren außer auf Ungarisch in weiteren 5 Sprachen herausgegeben worden. Meiner Meinung nach war diese Propaganda nicht nur an die Flüchtlinge und an die westliche Bevölkerung gerichtet, sondern auch an diejenigen, die in Ungarn geblieben sind. Solche Bücher sollten ein beruhigendes Bild von Ungarn verbreiten. Die Konsolidierung des Sozialismus sei auf dem guten Weg und ein Beweis dafür seien die vielen Emigranten, die zurückkommen. In dem Buch spricht er eben über 42.000 Rückkehren. Durch das Storytelling, diese Beschreibungen, die von Heimweh den Emigranten erzählen und von den Schwachstellen der westlichen Demokratien, wirken glaubwürdiger und berühren mehr als irgendwelche politische Reden. In den Zeitungsartikeln und in den Büchern wie den von Miklós Szabó wurden viele Rückkehrer sozusagen angestellt, um propagandistische Reden zu verbreiten. Es wäre deshalb wichtig, die möglichen Abmachungen zwischen dem Regime und den interviewten Rückkehrern besser zu verstehen. Ich vermute, dass viele dieser Heimkehrer gebeten wurden, ihre Geschichte zu erzählen und vielleicht dadurch nach ihrer Rückkehr etwas schonender behandelt wurden. Fast alle Rückkehrer wurden in Ungarn verhört. Sie sollten im Detail erzählen, was sie im Westen gemacht hatten. Man kann in dem Archiv der Geheimpolizei, da wo diese Verhöre konserviert sind, man kann das spüren, dass der Nutzen ihrer Geschichte eine gewisse Rolle für ihren später Werdegang in Ungarn spielte. Auch wenn man allgemein nicht viel darüber spricht, in der Schweiz stritten sich die politische Lage heftig um die Interpretationen der Motiv und die Gefahren einer Rückkehr. Mit einigen Unterschieden findet man in der schweizerischen kommunistischen Presse eine ähnliche Botschaft wie jene, die in Ungarn und in anderen kommunistischen Ländern verbreitet worden war. Also das ist hier der Vorwärts. Die Heimgekehrt seien enttäuscht von Westen. Und gemäß der Vorwärts, dem Organ der Partei der Arbeit, stehen 2 Aspekte im Vordergrund, Wirtschaft und Gefühl. Das erste Argument lautete, dass es in der Schweiz im Vergleich zu Ungarn schlechtere Arbeitsbedingungen gäbe und dass die Ungarer in vielen Fällen schlechter bezahlt würde als die Schweizer. Der Artikel macht auf die schwierige Situation der Frauen aufmerksam, die in Ungarn viel besser sei. Zum Beispiel in Ungarn gab es in der Zeit Mutterschaftsurlaub, also Möglichkeiten und so weiter. Das zweite Argument lautete, dass sich die Ungarer und allgemein die Ausländer in der Schweiz isoliert und benachteiligt fühlen würden. Ganz andere Interpretationen findet man in der bürgerlichen Presse, wobei angebliche Illusion von Westen oder auch die Einsamkeit der Flüchtlinge auch hier wiederkehrende Themen sind. Wenn man die schweizerische Presse, vor allem die deutschsprachige Presse aus dem Jahr 1957 liest, zeigt sich ein gewisser Paternalismus gegenüber den ungarischen Flüchtlingen. Das Bild von den Flüchtlingen schwankt zwischen Helden und sozusagen Menschen wie du und ich, die man trotz ihrer Schwäche mit Verständnis und Geduld empfangen sollte. Die angenommene Schwäche der Ungarn, also Ungeduld, Nervosität, leichtsinniger Geldverbrauch, Stolz der Männer, Frivolität oder Männlichkeit der Frauen, wurden meistens erklärt durch das Aufwachsen im Kommunismus oder durch das Leiden im Krieg. In der Zeitung wird der Rückkehrwunsch der Flüchtlinge selten thematisiert. Um diese Repatriierungen zu erklären, listen die Journalisten eine Reihe von Gründen auf. Sorge um die Zurückgebliebenen, die unter dem Druck der Geheimpolizei leiden würden, weil ihre Angehörige geflohen sind. Weiteres Motiv, erhalt eine Nachricht über die Krankheit eines Familienmitgliedes, zum Beispiel Mutter schwer erkrankt,
Einkommen. So. Die Journalisten vermuten, dass diese Nachrichten auf Druck der Geheimpolizei geschrieben worden waren. Die Journalisten bringen auch das Motiv einer angeblichen Unreife der Rückkehrkandidaten vor. Viele Rückkehrwilligen seien junge Leute, denen die Gefahren einer Rückkehr nicht bewusst seien. Als weiterer Grund wird die schwierige Assimilierung genannt, die Abwesenheit von sozialen Kontakt im Ankunftsland sowie die härteren Arbeitsrhythmen in der Schweiz. In der nicht-kommunistischen Presse habe ich bislang nur ein einziges Reportage gefunden, die sich mit der Rückkehr als Hauptthema beschäftigt. Sie stammt aus einer Zeitung, die heißt die Woche heißt und heißt Auszug aus dem falsch verstandenen Paradies. Trotz ihrer humanistischen Ausrichtung ist die Woche ziemlich kritisch gegenüber den Rückkehrkandidaten. Die Reportage basiert auf Interviews und hebt die falschen Illusionen der Flüchtlinge von Leben im Westen hervor. Der Journalist argumentiert, dass es sich um eine missglückte Emigration handelt, sowie um eine verpasste Gelegenheit, die Freiheit kennenzulernen. Dies verdeutlicht die Legende zu einem Bild, wo man sieht, ein Polizist, der gibt irgendetwas zu einer Frau und sein Kind. Und die Legende, du Kleiner, du weißt noch nicht, was bedeutet Freiheit. Deine Mutter führt dich in die Heimat zurück, wo du den wahren Sinn des viel missbrauchten Wortes Freiheit nie lernen wirst. Der Journalist hält die Rückkehrer für, ich zitiere, asozial und nicht anpassungsfähig und betont ihre Faulheit. Dass sich 249, wir sind jetzt im Frühling 57, von ihnen entschlossen haben, nach ihrem von Sowjets drakonisch verwalteten Heimatland zurückkehren, mag zunächst erstaunen. Aber im Grunde genommen ist nichts Außergewöhnliches dran. Die Schweiz und der Westen überhaupt behaupteten nie, die freie Welt sei mit Paradies gleichzusetzen. Die Vorteile und Wohltaten der Freiheit müssen wie alle irdischen Gaben erarbeitet und verdient werden. Parallel zum Bild von den anderen erscheint zwischen den Zeilen also auch ein positives Bild von der Schweiz und eine Hochschätzung der Schweizer, die nach diesem Schema ganz brav arbeiten würden, um den Wohlstand zu sichern. Schuldig für diesen Misserfolg und für die Rückkehr seien die Flüchtlinge selber. Und schuldig ist auch der Kommunismus, ich zitiere, der die jungen Leute im Glauben an ein irdisches Paradies erzogen hat. Ich komme zum Nachwort und zu den Forschungsperspektiven. Die Schwierigkeit besteht in der Gegenüberstellung der skizzierten Diskurse mit einer historischen Realität. Genauso wie die Gründe für eine Emigration sind auch die Gründe für eine Rückkehr vielfältig und schwierig zu rekonstruieren. Dazu kommt, diese Rückkehr ist, wenn auch nicht immer politisch, dann wenigstens politisch instrumentalisiert. Das macht die historische Arbeit noch schwieriger. Die Gründe für die Rückkehr variieren auch je nach Person und Zeit. Welche Quellen stehen überhaupt zur Verfügung? Wie erwähnt, wurden die meisten Rückkehrer von der ungarischen Polizei nach ihrer Rückkehr verhört. In diesem Verhör sollten die Heimkehrer im Detail ihren Weg beschreiben und alle Ungarer nennen, die sie im Exil kennengelernt haben. Vor allem die Dolmetscher und die Vorsteher der Exilorganisation. Manche der Verhörten geben der Polizei präzise und viele Informationen und ja, kollaborieren ein bisschen mehr als andere. Manche äußern unbenutzbare Informationen, wie zum Beispiel der Dolmetscher hieß Laszlo oder so, solche unbenutzbare Informationen. Diese historischen Quellen sind schwierig zu analysieren, denn oft die Frage, wieso sind sie zurückgekehrt? Und das kommt immer am Ende des Verhörs. An diese Frage, Entschuldigung,
antworten die Geflohenen meist das, was die Behörden hören wollten. Zum Beispiel, ich habe Heimweh. Ich hatte Heimweh, ich konnte mich nicht an die kapitalistische Gesellschaft anpassen oder ich habe bereut, das Land verlassen zu haben und so weiter. Jeder der genannten Gründe kann angezweifelt werden, wie auch in anderen Quellen beschreiben, auch diese Verhörprotokoll mehr Diskurs den historischen Realitäten. Allerdings verweisen sie auf Diskurs, die auch eine Funktion hatten. Jeder Flüchtlinge wollte seine Situation verbessern und einen positiven Eindruck machen. Diese Quellen sind also deshalb interessant, weil die Betroffenen Überlegungen und Strategien anwenden, um zu sagen, was man von ihnen erwartet. Aus den Quellen wird zudem deutlich, dass die meistens vor ihrer Rückkehr mit bereits zurückgekehrten Bekannten gesprochen hatten. Diese Diskurse zeigen also auch, wie die Rückkehrer und Rückkehrerinnen mit ihrer schwierigen Situation umgegangen sind und sind auch als Praktiken zu verstehen, mit denen sie versucht haben, sich anzupassen. Zuverlässigere Informationen enthalten die vertraulichen Berichte, dass sie nicht veröffentlicht wurden. Radio Free Europe zum Beispiel hat sich um die Frage der Rückkehrer gekümmert. Ich hoffe, Sie kennen alle Radio Free Europe, aber es war ein wichtiges Instrument, um Rundfunkhörer im Ost mit Informationen aus dem Westen zu versorgen. Mitarbeiter von Radio Free Europe haben Studien über die Rückkehrer durchgeführt, die, und das ist wichtig, die wirklich nur für eine interne Benutzung gedacht waren. Es war wirklich verboten, über die Rückkehr am Radio sprechen, weil die Rückkehrfrage eine potenzielle schlechte Propaganda für den Westen darstellt. Aber man hat trotzdem solche Studien geführt und man wollte verstehen, wie man das unten sieht, oder nicht so gut. Man wollte wissen, wer aus welchen Gründen zurückgekehrt ist. Im Mai 1957 hatten die Vereinigten Staaten bekannt gegeben, dass sie keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen werden. Es waren schon 30.000 ungarische Flüchtlinge in den USA angekommen. Dieser Entscheid löste unter den Flüchtlingen, die noch in provisorischen Aufnahmezentren in Westeuropa auf ihre Auswanderung warteten, große Enttäuschung aus. Es war sogar Hungerstreik und Petition, dass sie nicht weiter in Amerika gehen können. Die Mitarbeiter von Radio Free Europe sahen in dieser Enttäuschung einen der zentralen Gründe für die Rückkehr. Und Radio Free Europe nannte weitere mögliche Faktoren: Schwierigkeit, die Sprache zu lernen, unbefriedigte Erwartungen an Arbeitsstelle und so weiter. Diese Berichte studierte, also diese Mitarbeiter studierten das Phänomen der Rückkehr bis in den 60er Jahren. Die Berichte zeigen eine Vielfalt an Faktoren. Als zum Beispiel 40 Heimkehrer mit einem Geleitzug von Paris nach Ungarn zurückgebracht wurden, berichtete Radio Free Europe darüber und listete verschiedene Motive auf, die erstaunen können. Ein Mann fährt zu seiner Frau zurück in Ungarn. Sie hatte vom Arbeitgeber ihres Mannes in Ungarn eine Bestätigung eingeholt, dass ihr Mann nach seiner Rückkehr wieder angestellt wurde. Eine Familie kehrt mit Tennisschläger zurück, in der Hoffnung, sie zu einem guten Preis in Budapest verkaufen zu können. Ein Mädchen erklärt seinen Entscheid so, zieht es hier auf Englisch, auf Deutsch, ich habe nicht mehr richtig getanzt, seitdem ich Budapest verlassen habe. Weitere hilfreiche Quellen gibt es auch auf der Ebene der Schweiz. Zum Beispiel die vertraulichen Berichte von Behörden und Organisationen, wie sie im Archiv der Schweizerischen Flüchtlingshilfe in Zürich zu finden sind. Die Rolle der Schweizerischen Zentralstelle für Flüchtlingshilfe, wie es damals hieß, war bei der Aufnahme dieser Menschen sehr wichtig. Sie war Dachorganisation der alle Hilfswerke, Caritas, HECS und so weiter. Und sie sollte die Koordination zwischen
zwischen Hilfswerke, Polizeiabteilung und kantonale Beratungsstelle erleichtern. Es gibt eben auch interne Berichte in diese Archiv und in einem Protokoll zu einer internen Konferenz im Jahr 1958 nennt eine Vertreterin der Schweizer Polizei mögliche Faktor für eine Rückkehr, die in Befragung von Flüchtlingen aufgetaucht sind. Also sie spricht über, der Preis der Assimilation scheint für die Betroffenen zu hoch. Deswegen werden sie zurückgekehrt. Finanzielle Notlage in der Schweiz. Sie spricht auch über die unterschiedlichen Gründe der Flucht. Einige Ungarn seien aus Abenteuerlust oder Unüberlegenheit geflohen. Man spricht auch von Flucht, von einer bevorstehenden Anstaltsanweisung in Ungarn. Und die Mitarbeiterin nennt weiter auch interessante familiäre Gründe. Einige Rückkehrer sind verheiratete Männer, denen es nicht gelungen ist, ihre Familie in die Schweiz nachkommen zu lassen. Und man findet auch in den Quellen einige verheiratete Männer, die ohne seine Frau weggegangen ist und danach entweder das bereut haben oder so sind zurück. Das gibt es auch. Oder Frauen, die zurückkehren, weil sie keine ausreichende Erwerbstätigkeit nachgehen konnten und oder weil sie keine Möglichkeit fanden, ihre Kinder in der Schweiz in eine Krippe unterzubringen. Es waren noch nicht so viele Möglichkeiten. Jugendliche, die nicht die Ausdauer besitzen und Familien, die sich einsam fühlen und zu wenig verdienen. Also solche Gründe findet man wirklich nirgendwo anders. In der Presse wird man nicht darüber sprechen, natürlich. Es gibt noch eine weitere sehr schöne Quelle in dieser selben Archiv, Schweizerische Flüchtlingshilfe-Archiv in Zürich, eine Kartei mit den Daten von allen gemeldeten Flüchtlingen. Das ist so etwa 10.000 Karten. Hier sehen Sie das gesamte Möbel mit einer Schublade. Ich gehe nicht ins Detail drauf ein. Aber ich zeige Ihnen schnell ein Beispiel dieser Karte. Aus den Karteikarten lassen sich zahlreiche soziodemografische Angaben von Ungarn-Flüchtlingen herleiten. Diese Angaben wurden regelmäßig à jour gebracht. Die Angestellte der Zentralstelle für Flüchtlingshilfe trugen die Daten bis zur Niederlassungsbewilligung. Das heißt, wenn es eine Geburt oder ein Tod oder etwas war, hat man das da drin eben registriert. Auch die Abreise oder eben die Rückkehr nach Ungarn wurde hier eingetragen, wie man das hier oben links, das ist eine Person, die zurückgekehrt in Ungarn. Die Kartei, abgesehen von einigen seltenen Einträgen, das ist hier ein sehr schönes Beispiel, wo man schreibt, dass die Person wegen Heimweh zurückgekehrt ist. Oder? Die Kartei gibt meistens keine Hinweise auf ein konkretes Motiv zur Rückkehr. Das wäre ja zu einfach dann. Dafür ist es mir möglich, dank der Kartei Aussagen nachzuprüfen, die ich in anderen Quellen gefunden habe. Wie zum Beispiel das Aussagen von Radio Free Hope. Ich habe gesprochen über diese Enttäuschung von Flüchtlingen, nicht nach Amerika weiter wandern zu können. Und ich könnte tatsächlich bemerken, dass auf einigen Karten von zurückgekehrten Menschen steht tatsächlich die Notiz, möchte nach USA auswandern. Dass dieser Wunsch nicht erfüllt wurde, hat wahrscheinlich einige enttäuschte Flüchtlinge dazu bewegt, in ihre Heimat zurückzukehren. Pressematerial, Verhörprotokoll und Berichte können auch durch quantitative Forschungen ergänzt werden. Ich bin dabei, eine Datenbank zu erstellen, mit deren Hilfe erstmal Aussagen zum sozialen Profil der Heimkehrer gemacht werden soll und übrigens über alle Flüchtlinge gemacht werden kann. Und damit möchte ich auch die Frage stellen, wie unterscheiden sich die Rückkehrer von den hier in der Schweiz gebliebenen? Unterscheiden sie sich überhaupt? Mit einer solchen Studie könnte man mögliche Gründe für eine Rückkehr rekonstruieren.
Danach wäre es möglich, diese Vermutungen aus internen Berichten, wie zum Beispiel der Schweizerische Flüchtlingshilfe oder Radio Free Europe, zu bestätigen oder zu nuancieren. Ich zeige nur ein Beispiel von einer Anwendung. Diese Kartei und durch eben quantitative Forschung. Wir haben erwähnt, dass die Minderjährige etwas schonender behandelt werden. Es war eine spezielle Amnestie für die Minderjährige, die eben nach dem 1. Oktober 1938 geboren sind, also minderjährig in dem Moment des Aufstands. Ich vergleiche eine Gruppe von 100 Rückkehrern, also oben, zufällig gewählt in der Karte, also 100 Rückkehrer, mit einer Gruppe von 342 normale Flüchtlinge, das heißt, die in der Schweiz geblieben sind, die ich auch zufällig gewählt habe in der Karte. Man sieht in diesem Vergleich der beiden Stichproben, dass der Anteil Minderjähriger in der Gruppe der Rückkehr höher ist als bei der Gruppe normale Flüchtlinge. Man sieht hier, dass es mehr eben Minderjährige wäre, unter den zurückgekehrt sind, als die normale Gruppe. Ich möchte also mit Hilfe dieser Kartei behaupten, dass Amnestiedekret für die Person, die nach dem 1. Oktober 1938 geboren ist, das heißt die Minderjährige, während dem Aufstand waren, diese Amnestie hat vielleicht eine Rolle gespielt im Entscheid für Rückkehr. Schließlich ist es wichtig, diese lückenhafte Quellen mit Zeugenaussagen zu ergänzen. Und mit dieser methodischen Überlegung zur Erinnerungsgeschichte möchte ich meinen Vortrag abschließen. Die Betroffenen wurden bisher noch kaum gefragt. Sie sind damit historisch zweifach Vergessene. Sie wurden sowohl in den Ankunftsländern vergessen, wie auch in Ungarn. Wir haben gesehen, dass ihre Geschichte bis 1989 zu Propagandazwecken instrumentalisiert wurden. In der Gesellschaft wurden sie hingegen eher mit Misstrauen betrachtet. Es wurde vermutet, manchmal nicht zu Unrecht, dass diese Rückkehrer vor, während oder nach ihrem Aufenthalt im Ausland Agenten des kommunistischen Regimes geworden sind. Nach 1989 sind sie in gewisser Weise Verlierer geworden, weil sie sich zu Diktaturen gewendet hatten. Die Historiker haben sich meistens auf andere Zeugen konzentriert. Flüchtlinge, die im Westen geblieben sind oder nach 1989 zurück nach Ungarn gekehrt sind. Und auch natürlich die Personen, die an der Revolution teilgenommen hatten. Es ist dringend notwendig, ehemalige Rückkehrer zu interviewen. Eine Art Tabu, das auf den Rückkehrer liegt, macht diese Aufgabe allerdings schwierig. Während meiner Forschung und Suche nach Zeitzeugen, das habe ich auch gemacht, als ich in Ungarn war, hatte ich den Eindruck, dass viele dieser Menschen, auch wenn das Interview anonymisiert wurde, nicht über diese Geschichte sprechen wollen und sie vielleicht auch ein bisschen schämten. Das 60-jährige Jubiläum zu 1956, das in Ungarn vor kurzem mit Pauken und Trompeten zelebriert wurde, legt ganz deutlich den Schwerpunkt auf die Helden. Der Fokus liegt auf den Kämpfen von Czepel, die jungen Männer und Frauen der Straße, die im Aufstand, während dem Aufstand gekämpft haben. Also es gibt in Ungarn, wir haben vor zwei Wochen, also Rafael Labanino hat darüber vor zwei Wochen gesprochen. Ich komme nicht zurück auf die vielen Probleme, diese Nutzung der Geschichte, diese solche Bilder gibt. Aber eben, man hat wirklich sich fokalisiert auf diese Helden. Es ist wichtig, die Erinnerung an die Freiheitskämpfe lebendig zu halten. Aber es wäre schade, wenn man die anderen Zeugen von 1956 und die kommunistische Diktatur ganz vergisst. Oder auch jene, die nicht unbedingt als Held zu bezeichnen sind. Nicht viele Leute haben Helden in der Familie. Wenn das Heldentum die Norm ist, was wäre dann all die Menschen, die nicht gekämpft hatten? So betrachtend sind sie keine Helden, sind sie Schuldige? Der Fall der ungarischen Flüchtlinge, die geblieben oder zurückgekehrt sind,
zeigt uns wieder, wie stark Asyl- und Migrationsfragen mit dem politischen Kontext verbunden sind. Im Fall der Ungarn-Flüchtlinge in erster Linie der politische Kontext des Kalten Krieges. Der Schwerpunkt der historischen Forschungen zur Migrationsbewegung während dem Kalten Krieg liegt auf der Migration von Ost nach West. Und zwar nur in diese Richtung. Weniger erforscht wurde die Migration als eine zirkuläre Bewegung oder eben die Migration von West nach Ost. Ich denke, dass das Thema der Rückkehr, auch wenn es nur um eine Minderheit betrifft, gewisse Dynamik des Kalten Krieges aufzeigen kann. Das Thema zeigt den Einfluss dieses Konflikts auf die Schicksale der Personen, auf Flüchtlinge oder Rückkehrer, und es zeigt, wie diese Personen innerhalb dieses Kontexts agiert haben. Wenn ich zurück zu diesem Satz komme, der Umtausch der Freiheit über des Reichtums gegen Totalitarismus und Armut muss einem Schweizer absurd vorkommen. So präsentiert sind in diesem Satz keine Nuancen möglich. Es klingt, als ob die zurückgekehrte ungarische Flüchtlinge eine riesige Chance verpasst hätten. Aus der Sicht der Flüchtlinge war es bestimmt nicht immer so eindeutig. So bringt das Rückkehrthema irgendwie auch unsere Vorstellungen des Kalten Krieges durcheinander. Denn es gibt in dieser Geschichte keinen Helden, kein Schwarz, kein Weiß, nur Grau. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Das Mikrofon ist hier. Wem darf ich es geben für die erste Frage? Mein Name ist Grob, Walter Grob aus Bern. Diese ganze Geschichte im Zusammenhang mit der aktuellen Lage, mit der aktuellen Haltung der Regierung, die überhaupt keine Flüchtlinge zu sich reinlassen wollen, wie verpasst das zusammen? Auf der einen Seite schicken sie ihre Leute raus und wollen sie gar nicht wieder reinhaben und jetzt blockieren sie ab, was viele Flüchtlinge hätte, die auch gerne in Ungarn bleiben würden. Ja, darf ich antworten? Ja, weil ich finde es ist eine interessante Bemerkung. Es ist in der Zeit ist diese, man hat viel in den Medien gehört, ja, Ungarn hat kurze Gedächtnis, weil eben in 56 so viele Flüchtlinge, also viele Flüchtlinge, ungarische Flüchtlinge empfangen wurden. Aber ich glaube, diese Rede ist ein bisschen kontraproduktiv. Weil in Ungarn ist es sehr schlecht gesehen, wenn man sowas sagt. Das ist, dass der West sich wieder eine schöne Rolle gibt. Aber das ist tatsächlich ein wirklich schwierige Frage. Und eben während dieser 60 Jahren Kundigung hat man solche Rede gehört, wie es hat. Diese heutige Flüchtlinge, es hat gar nichts zu tun mit ungarischen Flüchtlingen. Also und eigentlich, es gibt doch einige Ähnlichkeiten, nur der Kontext ist so anders, dass es sehr schwer zu vergleichen ist. Und man muss auch denken, dass in Ungarn, hier sind die ungarischen Flüchtlinge sehr gut betrachtet, man hat so irgendwie ein gutes Bild von diesen Flüchtlingen. Aber in Ungarn sind sie nicht immer so gut angesehen, weil sie eben weggeflohen sind und die anderen haben dann gelitten oder so, weil sie eben geblieben sind. Und es gibt einen gewissen Neid gegenüber die weggehen könnten. Man betrachtet sie als privilegiert oder so. Und da muss man im Kopf haben, dass in Ungarn die ungarischen Flüchtlinge nicht so wie hier sehr gut betrachtet sind.
Aber ja, es ist ein interessantes Thema. Hat sich eigentlich die ungarische Regierung nach 1989 jemals wieder mit diesem Thema befasst, mit den Rückkehrern, oder gab es da nie irgendeine? Es war schon trotzdem einige Arbeiten, vor allem über wie man über diese Rückkehrpolitik, man hat Kadar Rückkehrpolitik ein bisschen beschrieben, mhm. Aber nicht viel, vor allem nicht, wer waren die oder so, darüber gibt es wirklich keine Forschung. Und dieses Thema der Rückkehr ist eigentlich so wie für alle, ich glaube, Emigrationsländer, wie ja, zum Beispiel Italien oder so, dass es immer noch aktuell ist, die Leute, die weggehen, und dann jetzt gibt es, ich glaube, 500.000 Ungarn, die im Ausland arbeiten, und die aktuelle Regierung versucht eben, dass sie zurückkommen, weil sie auch ausgebildet sind. Und dann gibt es, ja, dieses Rückkehrthema ist irgendwie vor allem für alle Emigrationsland immer sehr wichtig, weil die sind auch so oft junge Leute, die im Ausland ausgebildet sind. Und man findet es schade, dass sie nicht zurückkommen. Aber andererseits, es gibt ja keine Arbeit in Ungarn. So, man versteht, dass sie auch in London oder in der Schweiz leben. Haben Sie sich viele Selbstzeugnisse von Rückkehrerinnen und Rückkehrern angeschaut? Also irgendwie so persönliche Aufzeichnungen, Tagebücher, Briefe etc.? Weil ich kann mir vorstellen, dass da ja wahrscheinlich in so einem persönlichen Kontext vielleicht Hinweise zu finden werden, eben auf diese Gründe, warum Leute zurückgekehrt sind. Ja, ich würde sehr gerne solche Quellen finden. Ich habe bisher keine gefunden. Abgesehen eben von diese Bücher, die man ja nicht wirklich so als Quelle, also als eher für Diskurs benutzen kann. Aber dafür habe ich ein sehr schönes Dokument in einem Bundesarchiv gefunden. Es ist ein bisschen eine traurige Geschichte, weil es geht um einen Flüchtling, der ermordet in Bern wurde, in 1958. Und kurz bevor er ermordet wurde, hat er die Rückkehrbewilligung gekriegt. Und das hat so ziemlich die Aufgabe der Berner Polizei kompliziert gemacht hat, weil mit diesem Aspekt war auch das politische Department, und was man hat gedacht, vielleicht ist er deswegen ermordet, weil er zurückgehen sollte. Eigentlich anscheinend ist das, und noch dazu, dass der Täter, also hat gesagt, dass er eben diese ermordete Flüchtlinge zurückkommen sollte, weil er Informationen über ihn, also dass er ihn wegen seiner Rückkehr getötet hat. Aber er hat das gemacht, damit die Berner Polizei ein bisschen sich gar nicht versteht, weil eigentlich war das nur ein Diebfall. Aber dann gibt es so, im Bundesarchiv gibt es Briefe von ihm. Und dann sieht man, dass er schreibt seine Mutter, ich werde zurückkommen können. Und er sagt, ich sitze lieber 6 Monate im Knast, als in weiter 6 Monate hier zu bleiben. Und das ist ja eine sehr berührende Zeugenaussage. Und er sagt auch, seine Mutter, ja, ich schau mal, diese Paar ist zurück, schau mal, wie es ihr geht und so. Also er informiert sich wirklich, bevor er zurückkehrt. Ja, leider ist er nicht zurückgekommen, aber das ist bisher das einzige wirklich so direkte Quelle, die ich gefunden habe. Ja. Aber ich würde sehr gerne, falls Sie das irgendwo sehen, dann schreiben Sie mir so über ein Tagebuch oder irgendwas. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es wie bei vielen solchen Erinnerungen oder Gesprächen, die viel später stattfinden, dass man ja dann dass die Gründe sich dann quasi auch über die Zeit, wenn man sie mit größerer Distanz anschaut, anders präsentieren, dass man es vielleicht verklärt oder anders betrachtet, weil diese Sinnkonstruktion, diese biografische, sich quasi wandelt im Laufe der Zeit. Mhm. Deshalb wäre es natürlich spannend, zeitnahe Dokumente zu haben, aber eben. Ja. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist eben der Vergleich der Schweiz, ich weiß nicht, ob du dazu etwas sagen kannst, mit anderen Ländern, aus denen Leute auch zurückgekehrt sind. Also
waren da so die Klischees oder die Argumente der Rückkehrer ähnliche oder hat sich das von Land zu Land auch ein bisschen unterschieden? Also das mit dem Materialismus, war das überall ein Vorwurf wie an die Schweizer oder war das zum Beispiel in England anders? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sollte ja mehrere Quellen sehen. Aber es gibt einige Sachen, die für die Schweiz immer auftauchen. Dieser Materialismus kommt ja für die Schweiz nicht. Aber die sind auch meistens eben, wo die kommunistische Propaganda sich konzentriert hat, eben die schlechte, zum Beispiel die schlechte Sozialpolitik, also wo die kommunistischen Länder sich besser gezeigt haben, so in diese Mutterschaftsurlaub. Man erzählte, viele Frauen in solche Bücher erzählen, dass sie keine gute Gelegenheit professionelle in der Schweiz hatten. Und das ist auch spezifisch für die Schweiz. Dass, ich glaube, ich muss es, dass die Frauen, das stimmt, dass eigentlich waren in der Zeit in Ungarn Frauen, die könnten auch auch wenn es nicht Egalität war, sie könnten auch Ingenieur, Architektin sein oder so, was immer, Ärztin sein. Und in der Schweiz in derselben Zeit war es nicht so. Und man sieht in einem Bericht von, ich glaube, Markus Feldmann, ich bin nicht ganz sicher, der Chef der Polizeiabteilung, er sagt, ja, es gibt unter den Flüchtlingen, es gibt Studenten, qualifizierte Arbeiter, nicht qualifizierte Arbeiter, Ingenieur, Architekt und es gibt auch Frauen. Wo meinen Sie auch? So, sie waren Bearbeiter, sie waren alles Mögliche. Ja, einen Moment, ich bringe Ihnen das Mikro. Also, woher kommt eigentlich Ihr Interesse für Ungarn und für 56 und für diese Flüchtlinge? Mein Interesse? Ja. Ich bin nicht aus Ungarn, aber ich seit Jahren interessiere ich mich nach diesem Land, diese Geschichte. Und ich habe auch so Familien, also mein Mann ist aus Ungarn. Und ja, sentimentale Beziehungen zu Ungarn, weiß nicht. Ja, aber allgemein habe ich auch bemerkt, dass eben, wenn man über die Ungarn in der Schweiz spricht, gibt es so ein positives Bild. Und das wollte ich ja am Anfang wissen, wie ist das, dass es so, dass eben so ein positives Bild gibt. Es hat zu tun mit dieser 56, es ist wirklich sehr beeindruckend in der Schweiz, wie es die Leute geprägt hat. Wenn man so mit älteren Leuten treffen, sie erinnern sich, dass eben, so mit Schweizer, sie erinnern sich, dass eben ein kleiner Ungarin in ihre Klasse gekommen ist und dass man alles für sie gemacht hat, damit sie sich gut fühlt. Und ja, heute klingt das alles so ziemlich anders. Das hat mich interessiert. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich dir nochmal sehr herzlich danken für den Vortrag. Merci dir. Ihnen fürs Kommen und für die Diskussion. Und ich hoffe, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dann kehren wir nämlich quasi noch ein bisschen auf die Makroebene zurück. Es wird Natascha Mischkowitz aus Basel hier sein, die über die Anfänge, wirklich die Anfänge der blockfreien Bewegung spricht, die ja auch in diesem Jahr entstanden ist. Und das wird, glaube ich, auch ein guter Abschluss unserer Reihe. Merci.